Was haben wir hier? Wieder ein Stück weit ausgehoben. Vielleicht soll ich auch erst nur ein Drittel der gesamten Felder ausheben. Und das so machen, und dann ist hier nach immer erweitern, aber ich weiß auch nicht. nee. Ganz oder gar nicht. Das machen wir jetzt und dann macht sich das. Ich könnte wirklich am Anfang zu pflanzen. Würde dann später einiges an Arbeit sparen, hier und dann sieht es sich nicht an. Dann wollen wir mal. Es wird schon wieder dunkel. Aber unser Spiel wird es immer nur machen. Ja, ich mache aber trotzdem erstmal hier alles fertig, dass dann die Bahnen auch etwas kürzer werden. Erstmal nur bis dahin aus. Dann muss ich hier nämlich das nicht, wenn ich da nach hinten gehe, kann ich dann immer gleich mehr, dass ich erst das Ganze alles auf einmal abtragen, nicht Schicht für Schicht, sondern gehe ich dann so, also quer, dann Ebene für Ebene Tiefe getragen, dann wird es immer schmäler, dann geht es immer schneller, dann ist man irgendwann fertig. Als auf Uhr, früher oder später sowieso fertig, aber. Es geht halt auch alles immer gleich schnell, denke ich mal. Und dann muss ich es jedes Mal anders machen, weil sonst die Luft sehr schnell raus ist, sage ich mal. Und das sollte eher nicht sein. Also die Luft. Ja. Nicht raus sein, weil sonst wird man damit niemals fertig. Das ist nicht schön. Unfertige Riesenprojekte sind nie schön anzusehen. Deswegen muss man es immer fertig machen. Und genau das ist das, was ich eigentlich überhaupt nicht kann: Projekte fertig machen.
Okay. Nur nachdem hier baulich sowieso immer etwas eingestellt ist. Ja. Gibt es da Schlimmeres als Projekte anzufangen? Habe ich gerade irgendwie, ich glaube, der Satz hat keinen Sinn ergeben. Weil ich mittendrin vergessen habe, was ich sagen wollte. Das ist auch so ein Phänomen. Ich glaube, das schaffen nicht viele. Während dem Reden zu vergessen. Was zum Teufel war das denn gerade bei mir? Ach so, ein altes Mikrofon. Oh, das war sogar mein erstes Mikrofon. Ich hab das mittlerweile eh schon gehabt. Das ist schade. Es ist nichts großartig dagegen machen. Waren denn hier jetzt erstmal alles geplant? Eine Mondlandschaft? Erdloch. Die Erde drin ist. Ja, hallo, ja. Tja. Wie geht's Ihnen? Ja. Ich kann mich nicht umschubsen. Ja, gut. Also noch so ein grünes Exemplar. Jo. Lassen Sie mich durch, ich bin Tierarzt. Oder so ähnlich. Ganz schön, die Spitze hat etwas kaputt. Wenn wir Eis haben, wir haben nicht beide Fassungen, die Kurve von. Oder können wir schon anfangen. Aber trotzdem ist es noch weiter. Weil hier wird jetzt der Schrein voll. Danach wollte ich, glaube ich, da drüben anfangen, das Feld vorzubereiten und mit einer Hacke zu pflügen. Ich glaube, pflügen ist das richtige Wort. Ja, komm, wir haben verstanden, dass du machen kannst. Ja, so schön hier heute.
mir das auch dauer etwas sehr stark nerven kann. Gehört, dass wir die hier noch gut kriegen. Ich entschuldige mich jetzt schon wieder für diese Dunkelheit hier unten. Ich habe gehört, dass wir sie doch nicht mehr kriegen. Ich muss zuerst hier rüber. Soll ich noch was werden? Danach würde ich wahrscheinlich erstmal den Sand holen, damit wir keinen Sand mehr aufsammeln bei der Bauphase hier. Oh Gott, die Kiste ist schon wieder voll. Hey. Na Hilfe. So, hier kommen erstmal 3 Stacks. Cobblestone rein. Die werden jetzt zu normalem Stein hier wieder gebraten, womit ich dann diese Slabs da machen kann. Dann 1, 2, 3, 4 für eine neue Kiste. Brauchen wir das auch noch? Das hat gut geklappt. Schau das Bett schon mal hin. Kommen hier noch mehr Dirt rein. Haben wir auch hier wieder mehr Material für Sticks. So. Das ist so der Klassiker. Okay, das ist jetzt interessant, dass man an der Kiste schauen kann, während man schläft. Kiste. Hier ist die Ramschkiste. Das kommt da auch mal rein. Okay, da haben wir da auch mal. Also man muss sagen, hier ist schon ein guter Kistenverhau. Kann man nichts anderes sagen. Sieht sehr passend aus. Nun sollte das aber klappen. Hallo Kuh. Ist das schon wieder eine neue Kuh?